Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. Gut ein Jahr konnten wir unseren aufblasbaren Whirlpool, den M-Spa Alpine, ausgiebig testen. Nun ist es an der Zeit, ein Feedback zu geben. Zur Nutzung, zum Unterhalt, Stromkosten, Wasserkosten und Wasserqualität. Wenn ihr wissen wollt, welches Fazit ich ziehen kann, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Der Whirlpool ist für 4 Personen ausgelegt und wird auch unter dem Namen M-Spa Ticapo verkauft. Die quadratische Seitenlänge beträgt 158 cm x 158 cm bei einer Seitenhöhe von 86 cm. Die Innenmaße betragen 118 cm x 118 und natürlich auch 68 cm in der Höhe. Die Füllmehe wird jedoch auf ungefähr 45 cm beschränkt. Insgesamt können 650 Liter Wasser eingefüllt werden. Der aufblasbare Whirlpool ist relativ kompakt gebaut. Die Pumpe, die Heiztechnik und die Sprudeltechnik sind in einer der Seitenwände verbaut und fest mit dem Pool verbunden. Es gibt somit keinen externen Filter. Das Wasser wird auf der Innenseite durch eine Öffnung an der Wand eingesaugt, durch das Heizelement gepumpt und durch ein weiteres Loch wieder zurück in den Pool geführt. Vor der Einlauföffnung wird der Kartuschenfilter montiert. Die Stromversorgung erfolgt über einen 220 Volt Schuko-Stecker, welcher über einen eigenen Schutzschalter verfügt. Die Gefahr von Kurzschlüssen bei Wasserkontakt wird somit deutlich reduziert. Der Pool kann über die integrierte Aufblasfunktion innerhalb weniger Minuten aufgestellt werden. Hierfür ist lediglich ein Stromanschluss nötig. Eine Schutzhaube, welche mit kindersicheren Schnellverschlüssen versehen ist, wird über den Pool gespannt und schützt das Wasser zuverlässig vor Verschmutzung. Der aufblasbare Whirlpool wurde für den Spa-Bereich im Keller angeschafft und dort auch vom Herbst bis Frühsommer betrieben. Lediglich in den Sommermonaten wurde der Pool im Garten aufgestellt. Nach 3 Monaten im sonnigen Bereich im Garten konnte ich keine Ausbleichung feststellen. Gerade am Übergang von der Abdeckplane zum Whirlpool wäre mir das sicherlich aufgefallen. Der UV-Schutz scheint zu funktionieren. Dies dürfte gerade für die Dauernutzer im Außenbereich eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Ein Nachteil ist meiner Meinung nach aber der erhöhte Dreckeintrag in das Wasser. Trotz dem Duschen vor dem Baden im Pool waren deutlich mehr Schmutzpartikel und Staub im Wasser, als das bei der Kellernutzung der Fall war. Dies sollte man bei der Wasserqualität bzw. der Sauberkeit des Wassers nicht unterschätzen. Die Abdeckplane hat den Whirlpool hingegen zuverlässig geschützt. Dies konnte man an den Ablagerungen auf der Plane gut erkennen. Was mich an dieser Stelle zu einem weiteren Merkmal bringt: Die Plane hängt in der Mitte durch und der Schmutz sammelt sich dort mit dem Regenwasser. Alleine ist es auch gar nicht so einfach, die Plane so zu entfernen, dass das Schmutzwasser nicht in den Pool geschüttet wird. Hier braucht es mindestens 2 Personen. Sofern der Whirlpool unter einem zusätzlichen Dach steht, sollte das aber kein Problem sein. Während des Sommers waren die Außentemperaturen im zurückliegenden Jahr 2021 eher verhalten. Das Maximum von gut 30 Grad an einigen Tagen liegt weit unter der Zielmarke von 38 Grad für das Poolwasser. Zu meinem Erstaunen hat sich der schwarze Pool, trotz dessen er in der Sonne stand, nicht aufgeheizt. Ich hätte durch die dunkle Farbe und die Abdeckplane einen Treibhauseffekt erwartet und somit deutlich höhere Temperaturen des Wassers. In der Praxis lag die Wassertemperatur auch an einem sonnigen Tag nur knapp über der Außentemperatur. Wer es nun wärmer mag, wird die Heizung zuschalten müssen. Gut 9 Monate des Jahres haben wir den M-Spa Alpine im Innenbereich genutzt, genauer gesagt im Keller des Hauses. Für den Transport zwischen den Aufstellorten benötigt man übrigens mindestens 2 Personen, da der Pool recht sperrig und schwer ist. Der Kellerraum hat eine Größe von ca. 20 Quadratmetern bei einer Höhe von 2,30 Meter. Die Wände sind massiv gemauert und mit speziellen Putz und Farben für Feuchträume behandelt.
Der Boden ist gefliest, was sich insbesondere beim Entleeren des Pools als vorteilhaft gezeigt hat. Da der Keller keine eigene Heizung hat und durch die ca. 60 bis 80 cm dicken Wände perfekt gedämmt ist, ist das Raumklima im Winter mit ca. 10 Grad und im Sommer mit bis zu 15 Grad relativ konstant. Allerdings auch suboptimal für den Betrieb eines Whirlpools. Stichwort Kondensat und Schimmel. Ein Problem mit Schimmel haben wir aber nicht bekommen, obwohl ich das gerade im Winter erwartet hätte. Wir haben den Raum vor der Benutzung auf ca. 20 Grad mit unserem Plate Infrarot-Heizstrahler hochgeheizt und nach dem Spa kräftig gelüftet. Dennoch sollte man sich im Klaren sein, dass der Pool bei 38 Grad Wassertemperatur einiges an Wasserdampf durch die Verdunstung erzeugt. Diese Feuchtigkeit muss abtransportiert werden oder kompensiert werden, da sonst die Schimmelbildung unvermeidlich ist. Eine für uns sehr wichtige Kennzahl beim Kauf des Pools war der erwartete Stromverbrauch. Der Pool fasst 650 Liter Wasser, welche gereinigt und erwärmt werden müssen. Die Sprudelfunktion des Whirlpools ist natürlich obligatorisch. All das verbraucht Strom. Wie bereits erwähnt, erfolgt die Stromversorgung über einen 220 Volt Schuko-Stecker mit integrierter Kurzschlusssicherung. Mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 2,1 bis 2,2 kW, das betrifft die Pumpe, die Heizung und die Sprudelfunktion gleichzeitig, hängt der Pool an einem Stromkreis mit einer 16 Ampere Sicherung und 30 mA Leistungsschutzschalter. Während der gesamten Nutzung gab es keinerlei technische Probleme. Die Leistungsdaten der elektronischen Komponenten lesen sich auf dem Papier wie folgt. Die Pumpe hat im Filterbetrieb 35 Watt Leistungsaufnahme, die Heizung 1,5 kW und die Sprudelfunktion noch einmal 600 Watt. Während Heizung und Sprudel über die kabelgebundene Fernbedienung manuell ein- und ausgeschalten werden können, ist der Filterbetrieb faktisch immer aktiv. Sofern der Strom anliegt, wird das Wasser alle 4 Stunden für eine Stunde durch den Filter gepumpt, um die Wasserqualität zu gewährleisten. Mit einem Strommessgerät konnte ich einen Mittelwert von 1420 bis 1450 Watt für die Heizfunktion messen. Die Sprudelfunktion zieht 637 Watt aus der Steckdose und die Filterfunktion genehmigt sich 29 Watt. Insgesamt ist der M-Spa Alpine Whirlpool somit sparsamer, als er offiziell ausgewiesen wird. Wie wirkt sich das nun auf den laufenden Betrieb über einen längeren Zeitraum aus? Hierzu habe ich 4 Testreihen protokolliert. 2 Testreihen im Aufheizbetrieb und 2 Testreihen im Standby-Filterbetrieb. Eine 5. Testreihe sollte den Verbrauch beim Halten der Temperatur messen. Trotz dessen wir unseren Strom über eine PV-Anlage beziehen, unterstelle ich einen Strompreis von 30 Cent, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Raumtemperatur lag jeweils zwischen 10 und 12 Grad Celsius. Die 1. Testreihe. 125 Stunden Laufzeit mit einem Gesamtverbrauch von 0,869 Kilowattstunden. Das entspricht 0,007 Kilowatt pro Stunde. In der 2. Testreihe lief der Aufbau 212 Stunden mit einem Gesamtverbrauch von 1,383 Kilowattstunden. Das entspricht ebenfalls einem Verbrauch von 0,007 Kilowatt pro Stunde. Die Pumpe läuft alle 4 Stunden für eine Stunde, um das Wasser durch den Filter zu drücken. Die Kosten würden somit pro Tag 5 Cent bzw. im Monat 1,50 Euro betragen. Da eine Wasserfüllung bei uns mit ca. 4 Euro berechnet wird, das entspricht einem Preis von 6 Euro je Kubikmeter Leitungswasser, kann es also durchaus günstiger sein, das Wasser weiter zu filtern, anstatt den Pool zu leeren und erneut zu befüllen. 2. Testreihe. Aufheizen des Poolwassers von 11 Grad auf die Wunschtemperatur von 38 Grad. Bei 19 Stunden Laufzeit entsprach der Gesamtenergieverbrauch 25,861 Kilowattstunden. Dies wiederum wären 1,361 Kilowatt pro Stunde.
In einem zweiten Testlauf hat das Ganze 14 Stunden gedauert mit einem Gesamtverbrauch von 21,985 Kilowattstunden, was einem Verbrauch von 1,57 Kilowatt je Stunde entspricht. Aufgrund der langen Heizzeiten konnte ich die Messung nicht bei der Erreichung der 38 Grad Wassertemperatur stoppen. In beiden Werten stecken somit zusätzlich noch die Verbrauchswerte für die Filterfunktion bzw. für das Aufrechthalten der Temperatur, nachdem diese erreicht wurde. In der Praxis ist es jedoch zweitrangig, da es mir bei der Berechnung um die tatsächlich anfallenden Kosten geht. Die Kosten pro Aufheizvorgang betragen somit zwischen 6 und 8 Euro. Ich habe den Pool 25 Stunden laufen lassen und die Temperatur im Automatikmodus auf 38 Grad gestellt. Der Gesamtverbrauch entsprach 7,733 Kilowattstunden, was umgerechnet 0,309 Kilowatt je Stunde entspricht. Bei einer Raumtemperatur von gut 12 Grad verliert der aufblasbare Whirlpool ungefähr 10 Grad Celsius pro Tag. Sofern der Pool einmal auf 38 Grad hochgeheizt wurde, liegen die Stromkosten bei ungefähr 2,30 Euro pro Tag, um die Temperatur zu halten. Da die Heizung sich automatisch regelt, kann es also bei geplanten Badetagen durchaus sinnvoll sein, den Pool dauerhaft auf 38 Grad zu halten. Wir haben den Pool gerade in den Wintermonaten an jedem Wochenende genutzt. Das Wasser wurde einen Tag vorher hochgeheizt. Die Stromkosten schlugen daher mit knapp 10 Euro pro Woche bzw. 40 Euro pro Monat zu Buche. Neben den Stromkosten verursacht die Bereithaltung von sauberem Wasser natürlich weitere Kosten. Neben den reinen Wasserkosten kommen noch die Aufwendungen für die Wasseraufbereitung hinzu. Ich kalkuliere bei unserem Wasserversorger mit 6 Euro pro Kubikmeter Leitungswasser. Darin sind Frischwasser, Abwasser, Regenwassergebühr und Grundgebühr enthalten. Eine Füllung mit 650 Litern kostet mich demnach knapp 4 Euro. Als der Pool im Garten stand, war das Wasser deutlich verschmutzter und ein Wasserwechsel somit häufiger. Sofern der Pool nur als teures Planschbecken genutzt wird, ist ein Wasserwechsel einmal im Monat aber wohl ausreichend. Wer aber im Spa Whirlpool-Sprudelbad relaxen will und Wert auf sauberes Wasser legt, kommt um einen regelmäßigen Wasserwechsel nicht herum. Die Wechselintervalle können nach meiner Erfahrung aber mit einer gründlichen Dusche vor dem Einsteigen in den Pool deutlich in die Länge gezogen werden. Weiterhin sollte die Verwendung von Sonnencreme, Hautschutzmitteln oder Pflegeölen vermieden werden. Der Kartuschenfilter hat es nicht geschafft, den Ölfilm der Pflegecremes auf der Wasseroberfläche zu reinigen. Mit der Aktivierung der Sprudelfunktion bildet sich dann ein grober Schaum auf dem Wasser. Noch schlimmer wird es übrigens, wenn man vor dem Baden mit Shampoo oder Duschbad sich abgeduscht hat. Die Wasserreinigung erfolgt primär durch den Kartuschenfilter. Dieser filtert die Schwebeteile zuverlässig aus dem Wasser. Er ist allerdings nicht in der Lage, Schmutz von der Wasseroberfläche zu filtern. Dafür ist der Sog einfach viel zu schwach. Der Filter kann bequem entnommen werden. Ich habe ihn regelmäßig unter heißem Wasser ausgespült. Irgendwann wird jedoch ein Ersatzfilter notwendig. Hinter dem Kartuschenfilter sitzt noch ein grobes Sieb in der Wand des aufblasbaren Pools. Bei meiner monatlichen Reinigung konnte ich auch hier einige Haare entfernen. Der Kartuschenfilter arbeitet also nicht zu 100% zuverlässig. Übrigens möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich meine anfänglichen Bedenken zur Bauart und zur Position des Filters nicht bestätigt habe. Der Filter ragt ungefähr 10 cm in das Becken hinein. Bisher wurde er nicht ein einziges Mal beim Baden abgetreten. Neben dem Filter setze ich auf eine Wasseraufbereitung mit Chlortabletten. Ich hatte zunächst einen 200 Gramm Multitab vom großen Pool in einen schwimmenden Chlordosierer gelegt. Trotz kleinster Einstellungen musste ich die Tablette nach 2 Tagen entfernen, da der Geruch von frischem Chlor im Wasser deutlich zu riechen war. Ich bin daher auf 20 Gramm Multitabs umgestiegen. Diese habe ich ebenfalls in der kleinsten Stufe des Dosierers im Pool belassen. Durch die regelmäßige Umwälzung des Wassers hat sich das Chlor gut verteilt
und ich konnte keine Ausbleichung am Pool feststellen, obwohl der Dosierer eine Vorliebe für die rechte Ecke neben dem Filterauslauf hatte. Bei der Nutzung des aufblasbaren Whirlpools im Keller konnte ich mit dem Einsatz der 20 Gramm Tabs auch keine Schwimmbadgerüche im Spa-Bereich feststellen. Die Wasserqualität war durchweg in Ordnung. Übrigens, jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, ein Like zu geben und den Abo-Knopf zu drücken, wenn euch mein Video gefallen hat. Schaut doch auch mal unter das Video in die Beschreibung. Dort findet ihr die Links zu den Produkten, die ich selber nutze und natürlich auch zum Pool und den Materialien, die ich euch hier im Video zeige. Nun möchte ich euch noch einige praktische Erfahrungen mit dem aufblasbaren Whirlpool mitgeben. Der Whirlpool funktioniert einwandfrei. Das Sprudelbad bietet bei einer Wassertemperatur von 38 Grad eine optimale Entspannung. Die maximale Heizleistung wird mit 42 Grad Celsius angegeben, was wir laut dem integrierten Thermometer tatsächlich auch geschafft haben. Um das Spa-Erlebnis noch weiter zu steigern, kann man auf verschiedene Zubehörteile zugreifen. Neben Nackenstützen für die Wand gibt es auch Getränkehalter und spezielle Radios. Durch unsere Räumlichkeiten sind wir weder auf ein Radio noch einen Getränkehalter angewiesen. Die Nackenstütze war jedoch anfangs eingeplant. Nach einigen Badegängen war aber klar, dass es eine separate Nackenstütze gar nicht braucht. Beim Liegen in der Ecke kann der Kopf bequem auf den Beckenrand gelegt werden. Und das bei meiner Körpergröße von 185 cm. Um den Boden unter dem Pool weicher zu machen, haben wir eine Bodenmatte ausgelegt. Zwar ist der Bodenbereich etwas dicker vom Pool, aber die zusätzlichen Matten erhöhen den Komfort enorm. Man sollte sich im Klaren sein, dass dieser Pool einen dauerhaften Aufstellplatz oder Lagerplatz benötigt. Aufgrund der Größe und dem Gewicht ist der Pool recht sperrig und schwer. Ein regelmäßiges Auf- und Abbauen ist daher wenig praktikabel. Im Laufe der Zeit verliert der aufblasbare Whirlpool Luft. Die Wände sacken nach unten und beim Anfassen merkt man den Druckverlust deutlich. Dennoch bleibt das Becken formstabil und es kam zu keiner Havarie. Durch die integrierte Aufblasfunktion ist der Whirlpool innerhalb kürzester Zeit wieder aufgeblasen. Dennoch sollte man den Luftdruck regelmäßig prüfen. Als etwas komplizierter hat sich der Wasserwechsel gezeigt. Der Pool hat am Boden einen Ablauf, welcher durch einen simplen Stöpsel gesichert wird. Das andere Ende des Ablaufs befindet sich unter der Technikwand des Pools und ist durch eine Schraubkappe gesichert. Dieser Bereich ist relativ verbaut und nur erschwert zugänglich. Wenn ich die gut angezogene Kappe abschrauben wollte, war der Zugriff an dieser Stelle für mich und meine großen Hände nur schwer möglich. Sobald die Kappe entfernt wurde, kann ein mitgelieferter Adapter für das Gardena Schnellverbindersystem angeschraubt werden. So lässt sich ein Gartenschlauch sehr einfach an den Pool anschließen. Durch den engen Zugang sollte man aber unbedingt darauf achten, dass die Kupplung fest verbunden ist. Andernfalls fließt ein Teil des Wassers direkt am Pool vorbei auf den Boden. Ich habe den Schlauch direkt in den Kanal eingeleitet. Das alte Wasser aus dem Pool kann so auf einen Wasserstand von 2 bis 3 cm ablaufen. Leider legt sich der fest montierte Stöpsel auf der Innenseite hierbei regelmäßig über den Abfluss. Dies hat den Wasserablauf massiv verzögert. Auch die Entleerung der letzten 2 bis 3 cm ist nicht einfach. Ich habe den Pool auf der gegenüberliegenden Seite angehoben und so den Wasserstand auf unter einen Zentimeter jeweils senken können. Im Garten haben wir den Pool dann einfach umgedreht und er konnte vollständig trocknen. Im Keller ist dies nicht möglich. Hier kann das Restwasser und der Schmutz nur herausgewischt werden. Um das Wasser in den Pool wieder aufzufüllen, kann der Schlauch direkt über den Beckenrand eingehangen werden oder über den Abfluss angeschlossen werden.
Ich habe mich letztlich für die zweite Variante entschieden, da der Schlauch ja bereits montiert war. Solltet ihr den Schlauch direkt hier anschließen, achtet bitte darauf, dass in dem Bereich von der Kappe bis nach innen an den Verschluss Wasser steht. Wenn ich diese Kappe öffne, selbst bei geschlossenem Verschluss Innenpool, wird ein Teil des Wassers auslaufen. Nicht viel, aber es kann störend sein. Ich komme nun zum Fazit und zum Ende dieses Videos. Der Pool erledigt seinen Job genauso, wie wir es erwartet haben. Die Energie- und Wasserkosten liegen sogar ein wenig unter unseren Planungen. Im Garten würde ich den Pool nicht dauerhaft einsetzen, da wir einen großen Pool haben und der Schmutzeintrag in diesem kleinen Whirlpool nicht zu verachten ist. Für den Spa-Bereich im Keller passt er aber perfekt. Allerdings sollte ein passendes Lüftungskonzept unbedingt beachtet werden, da der Wasserverlust, also der Wasserdampf, insbesondere bei der Sprudelfunktion nicht zu unterschätzen ist. Lediglich der Filter gefällt mir nicht zu 100%. Die Kartusche reinigt das Wasser zuverlässig, jedoch fehlt dem Pool die Sogleistung, um auch Oberflächenverschmutzung in diesen Filter zu saugen. Schmutzpartikel schwimmen daher an der Oberfläche und am Beckenboden, während die Mitte sehr sauber ist. Durch meine Erfahrung mit unserer Sandfilteranlage, welche ich übrigens mit Filterglas betreibe, bin ich diesbezüglich schon etwas enttäuscht. Sofern es der Platz im Keller möglich gemacht hätte, wäre ein aufblasbarer Pool mit einem externen Sandfilter vielleicht die bessere Wahl gewesen. So bleibt ein minimales Defizit, mit dem wir aber gut leben können. Wie sind eure Erfahrungen? Nutzt ihr auch einen aufblasbaren Whirlpool im Keller? Wie ist es bei euch mit den Kosten? Schreibt mir unter dieses Video in die Kommentare und gebt mir ein Feedback zu meinem Video. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt mir ebenfalls in die Kommentare. Vergesst nicht, mir ein Like zu geben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und natürlich freue ich mich über ein Abo von meinem Kanal. Schaut unten in die Beschreibung, dort verlinke ich euch die von mir genutzten Produkte. Mit dem Erwerb habt ihr keine Extrakosten, aber ich kann auf diese Weise meinen Kanal finanzieren. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao!